Elisabeth Sobotka, wie geht es Ihnen so kurz nach der Premiere? Ist der Adrenalinspiegel noch hoch? Ja, der bleibt aber bis zur Turandot heute Abend und gleich durch bis zum Hoffmann morgen Abend. Also der wird sich nicht mehr senken. Aber es geht mir gut, weil es gut gegangen ist. Heute ist sehr viel Prominenz hier, vor allem aus ganz Vorarlberg und auch international. Ist das auch Ihre Welt ein bisschen oder weniger? Ich bin total beeindruckt, wie viele Leute da sind, von der Bundesregierung und auch sonst. Also ich bin das... Nein, es ist nicht meine Welt, aber ich freue mich wahnsinnig, dass so viele da sind. Der Vorverkauf läuft prächtig, es gibt nur noch ganz wenige Restkarten. Warum muss man Turandot unbedingt sehen? Weil es eine wirklich hinreißende Oper ist, in einer, finde ich, besonders magischen Inszenierung mit tollen Farben, tollen Stimmungen. Und es gibt einfach hinreißend schöne Arien, unter anderem Nessun Dorma. Und ich glaube, das muss man einmal am See gehört haben. Dann wünschen wir alles Gute, toi, toi, toi und bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.